Dieses Video wird unterstützt von meinem Partner OneFootball. Holt euch die App kostenlos über den ersten Link in der Videobeschreibung. Das Champions League Achtelfinal-Hinspiel gegen die Roma erfolgreich hinter uns gebracht. Heißt es unter anderem Stuttgart, Bremen, Hamburg und auch Hoffenheim in der Liga. Natürlich auch das Rückspiel gegen die Roma um ein mögliches Viertelfinale. Und vieles weitere in dieser Folge. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Wenn ja, lasst dem Video einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und ganz, ganz wichtig, abonniert kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Ich bin gehypt, ihr noch immer auf die BVB-Karriere, die sich so nach und nach dem Ende zuneigt. Außer natürlich, wir schaffen es nicht, die Champions League zu gewinnen, denn das ist das Ende dieser Karriere, wenn wir die Königsklasse gewinnen. Und deshalb starten wir rein. Die Begrüßung habe ich vergessen. Servus Leute, Chris ist am Start. BVB-Karriere, Teilnummer, keine Ahnung wie viel. Und wie bereits im Intro angesprochen, der VfB Stuttgart, dann haben wir Bremen, wir haben Hamburg, Hoffenheim. Weiter geht's gegen die Roma und gegen den FC Augsburg. Wir werden also, ich denke mal, noch den März mitnehmen. Sollte hier noch ein weiteres Champions League-Spiel kommen, nicht. Ansonsten aber ist der Plan natürlich soweit eigentlich da. Ich habe Bock, der DFB-Pokal, für uns geht es noch weiter gegen den VfL Wolfsburg. Alles aber Zukunftsmusik. Was in der Vergangenheit war, aber durchaus erfolgreich. Das habt ihr im Kalender gesehen, mit dem 4:2 auswärts bei der Roma. Ich glaube, es war auswärts, hat sich auch jetzt Wataru Endo gemeldet. Der war erstmalig in der Startelf und meint, das war fantastisch, Boss. Kurz gesagt, ja, überragende Leistung von ihm. Der hat wirklich bombastisch gespielt. Ja, der Gegenzug dazu von Karim Adeyemi, der nicht ganz zufrieden ist. Ich musste zuletzt das ein oder andere umstellen, es ist Fakt, aber trotzdem müssen wir auch mit ihm umstellen und das ist eine Planung, die wir so nach und nach voranschreiten müssen. Dass unser Team für das Spiel gegen den VfB Stuttgart Bailo noch immer hinten drin, ist ja ganz klar für den verletzten Strakosha. Ansonsten haben wir hier Zagadou, wir haben Aarons, nur Zakaria übrig geblieben aus der eigentlichen Startformation, zusammen mit Kapitän Rafael Guerrero. Bergwein im linken Mittelfeld, da habt ihr mich verbessert in den Kommentaren, man spricht den wohl einfach nur Bergwein aus, danke dafür. Dann haben wir Bellingham, Reina, Sanchez, wir haben Adeyemi und wir haben vorne drin Isak. Und ihr meintet, bitte spiel auch mal gegen so ein paar Mittelklasse-Clubs in der Bundesliga und ich denke, der VfB Stuttgart ist dafür passend und dementsprechend starten wir rein und gehen natürlich in die Partie selbst rein, gegen die Schwaben. Angekommen in der Mercedes-Benz-Arena heißt es, wir in Schwarz zum größten Teil, aber auch mit ein paar gelben Akzenten gegen den VfB, mit dem roten Brustring, ansonsten aber hauptsächlich in Weiß. Das kann man gut auseinanderhalten, hoffentlich auch am Ende das Endergebnis, was vielleicht positiv für uns sein könnte. Ich freue mich auf dieses Spiel, wir sind ja auf Kurs Richtung Meisterschaft, dafür bedarf es aber eigentlich auch weiter eine souveräne Leistung, denn 7 Punkte hört sich erstmal gut an, ist aber tatsächlich bei 2-3 schlechten Spielen, bei parallelen Siegen von Bayern und Hertha, gar nicht mal so souverän. Ihr wisst ja, wie es laufen kann. Der BVB musste das tatsächlich schon des Öfteren, auch in der Realität, negativ eingestehen. Zudem ist es ja auch so, dass das Team in dieser Konstellation, glaube ich, noch nie zusammengespielt hat. Adeyemi dann mit dem Foul, ja bitter, 22 Spiele absolviert, 52 Tore erzielt. Es ist die absolute B11 bei uns, die sich trotzdem individuell vom VfB abhebt, würde ich mal behaupten. Von daher gibt es auch hier keine Ausreden. Wir haben zwar eigentlich mal ausgemacht, wenn wir rotieren, maximal 4-5 Spieler, aber es lässt nicht anders zu. Ja, die Dreifachbelastung ist zu krass und hier ist Rafael Guerrero und das 1:0 und Alexander Isak mit einem unglaublichen Ball. Die Vorarbeit war wirklich exzellent, da schauen wir nochmal drauf. Hier aus dem Halbfeld, ja, mitten in der gegnerischen Hälfte kommen die Verteidiger nicht mehr hinterher und auch Gregor Kobel, der meine ich hinten drin steht, hat gar keine Chance. Der Kapitän geht voran, sein 4. Bundesliga-Tor in dieser Saison. Oh mein Gott, das 1:1 und ich habe es gar nicht mitbekommen, deshalb setze ich leider erst so spät ein, weil es war irgendwie ein Tohuwabohu hier im 16er. Hier sind wir eigentlich im Zweikampf, der Ball von Silas ist perfekt und dann ist es ein Ball, der glaube ich abgefälscht war von Dennis Zakaria und es ist Silas Wamangintuka, auch eine Legende bei uns auf dem Kanal, mit dem 1:1. Schockstarre beim VfB auf gar keinen Fall, sie schlagen direkt zurück. Daran wollen wir uns im besten Fall ein Beispiel nehmen, das ist Alexander Isak und der prüft Bredlo. Es ist tatsächlich nicht Gregor Kobel, es ist Bredlo, darauf folgt der Eckball Bergwein in die Mitte und dann kommen wir nicht ran in diesen Zweikampf. Das ist Origi und Bellingham muss hier das taktische Foul ziehen, geht gar nicht anders, verliert den Zweikampf und damit natürlich auch einige Meter hier und somit ist es ganz, ganz wichtig, taktisches Foul musste er machen und somit ist es auch weiterhin ein sehr ausgeglichenes Spiel hier in der Mercedes-Benz Arena, in der jetzt eventuell McAllister hier aus 27 Meter erfolgreich sein kann beim Freistoß, aber Barak legt ab, das ist kurz, Bellingham dazwischen und damit ist diese Chance auch zu unserer Gunsten natürlich hier bereinigt, trotzdem eine halbe Stunde ist gespielt und dieses 1:1 ist komplett okay. Wenn da nicht Rafael Guerrero wäre und Reina und ein Isak, der natürlich mit dieser individuellen Qualität solche Dinger macht,
die 32. Spielminute, bitter für den VfB, der eigentlich mitten im Spiel ist. Dann ist es ein Ballverlust nach einer Weltklasse-Aktion von Rafael Guerrero, der maßgeblich daran beteiligt ist. Reiner hat die Übersicht, natürlich Isak den Abschluss und damit heißt es wieder mal 2-1. Aus dem Nichts, wirklich aus dem absoluten Nichts, denn Stuttgart ist spätestens nach dem Ausgleichstreffer die bessere Mannschaft. Unser Ziel, das zu ändern, über Bergwijn, über Isak und über das 3-1. 36. Und da kommt tatsächlich als einziger Grund jetzt die individuelle Überlegenheit zum Vorschein. Das ist tatsächlich so bitter für die Schwaben. Es tut mir echt leid. Zu denen habe ich auch in der Realität tatsächlich eine Sympathie aufgrund vieler Freunde von mir. Die Hereingabe Bergwijn, der Abschluss ist dann natürlich einer, der ist Pflicht. Ja, Isak macht den vermutlich nachts um 3, wenn man den aufweckt, mit verbundenen Augen noch. Ja, und Stuttgart, ja, liegt jetzt 3-1 hinten und das nach 36 Spielminuten. Und das, obwohl man das irgendwie nicht mal erklären kann, weil sie mindestens ebenbürtig sind, wenn nicht sogar die spielbestimmendere Mannschaft, die halt einfach defensiv, ja, der individuellen Qualität, ja, nichts dagegen setzen kann. Es ist halt saubitter für die, für uns umso besser und dementsprechend hören wir auf zu heulen. Es geht weiter, 3 Punkte ist das Einzige, was für uns zählt, egal wie. Könnte jetzt aber nochmal in Gefahr kommen, denn Jude Bellingham sieht noch vor der Pause die gelb-rote Karte. Lange ist es her, dass ich zuletzt in Unterzahl spiele. Musste. Ja, es war richtig gut gemacht hier vom Offensivmann. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ja, der hier mit den Locken legt die Kugel weg. Bellingham kommt zu spät und die Gelb-Rot ist völlig gerechtfertigt. Ja, und damit heißt es jetzt Stuttgart vielleicht wieder im Rennen. McAllister diesmal nicht kurz ausgeführt, diesmal direkt in die Mauer. Dann muss da Max Aarons mit. Barak ist da. Jetzt erstmal dieses 3-1 in die Pause retten. Oder noch irgendwie einen Konter fahren über Adeyemi. In der Mitte ist Steven Bergwijn mit dabei. Bergwijn! Spektakulär! Mit links, das ist der schwache Fuß, der Ball geht übers Tor. Für den VfB heißt es durchschnaufen, für uns aber natürlich zugleich auch, denn sicher ist das hier noch gar keinesfalls. Stuttgart kommt, zweite Hälfte, wir sind angekommen. Zakaria hier beinahe zu spät im Zweikampf, dann bügelt er das Ganze wieder aus gegen Schulinov, den ehemaligen Kölner, ja, den kenne ich aus der Jugend meines Lieblingsclubs. Flanke kommt von Daniel Didavi und da steht einer und da steht Origi und Bello, der dann aber da ist und der das Ding schnell machen will, weil das sieht, da unten läuft einer mit Adeyemi, Stenzel, der dann aber als Gegenspieler erfolgreich da ist und der VfB kommt richtig gut aus der Pause raus. Wir müssen das irgendwie unterbinden, genau mit solchen Dingern, Reiner und dann Bergwijn und dann muss er anziehen gegen Stenzel. Ja, okay, Tempo-Vorteile, selbst mit Ball, er muss es irgendwie nur noch erfolgreich zu Ende bringen. Spektakulär, das ist Reiner, das ist alles so eng. Und dann ist der Ball wieder bei Stuttgart, die das kämpferisch einfach richtig gut machen. Erster und vermutlich auch einziger Wechsel bei uns, denn Brav ist der Einzige mit 100%iger Fitness auf der Bank für Dennis Zakaria. Der ist A, gelb vorbelastet, B, natürlich einer der von 2 übrig gebliebenen aus der Vormannschaft. Und somit haben wir jetzt ein bisschen umgestellt. Sanchez in die Innenverteidigung, das ist jetzt zwar ein Experiment, sollte aber trotzdem irgendwie reichen, denn von Stuttgart kommt tatsächlich die letzten Minuten nicht mehr ganz so viel. Für uns dann die Kontermöglichkeiten immer wieder da. Bergwijn am Tor vorbei, wir machen nochmal Druck, Brav ist da und wie langsam ist denn bitte der Verteidiger? Das ist die nächste Möglichkeit, das ist Isak und dann ist es Avuca. 78. Minute, wir sind schon sehr auf Ballbesitz bedacht, ja, das ist jetzt einzig unser Ziel, sage ich einfach mal. Ansonsten gucken wir halt vielleicht die Kontermöglichkeiten. Adeyemi, ja, schlechter Abschluss, Predlo ist da. Der Franco wurde gerade ausgewechselt, das habt ihr gesehen, der mit den Locken, den müssten wir eigentlich mal beobachten. Was meint ihr? Der hat so eine geile Partie gespielt. Und nicht das erste Mal, der ist mir schon aus den letzten Spielen in Erinnerung geblieben. Der Schiedsrichter beendet diese Partie, es bleibt beim 3-1. Die Schwaben sind dann einfach nicht mehr gefährlich genug geworden. Auch weil wir das gut gemacht haben, Ballbesitz war die höchste Priorität. Wir haben das geschafft, die Konterchancen zwar nicht ganz so gut ausgespielt, aber so viele gab es auch nicht. Ein Sieg, der in Ordnung geht, ich weiß es nicht. Es ist schon etwas glücklich. Daheim gegen Bremen gehen wir in Bestbesetzung rein. Das gleiche wird sich nicht ändern. Eine Woche später, beziehungsweise nur wenige Tage später gegen den HSV. Vielleicht war die Konzentration einfach schon auf der anderen Seite des Nordens, ja, beziehungsweise vom Rivalen der Werderaner. Ødegaard, Schönfelder, Haaland und dann Sergio Guardiola trifft zum 2-2 und wir lassen Punkte liegen. Nur 3 Tage später gegen den HSV darf das nicht passieren und deshalb gehen wir wieder mal in die Schnellsimulation. Zakaria ist zurück, der war zuvor gelb gesperrt, vielleicht das als kleine Entschuldigung. Es ist nur ein 1-0, ist aber sowas von haushoch verdient hier gegen den HSV. Somit ist es dann auch wieder jetzt ein Sieg, was ganz wichtig ist. Wir hatten auch davor noch immer ganz guten Vorsprung. Zudem Bayern jetzt immer mehr an Feld verliert. Ja, gar nicht mehr Bayern, sondern Frankfurt und die Berliner Hertha ist eigentlich Konkurrenz Nummer 1 und 2. Und da haben wir 10 Punkte Vorsprung. Bayern hat verloren bei
bei Leipzig, ich glaube Frankfurt und Hertha gegenseitig unentschieden gespielt, ist natürlich dann für uns perfekt. Auch wenn man zwischenzeitlich mal nur einen Punkt geholt hat, kann man das trotzdem mitnehmen. Und 10 Punkte, das darf man sich eigentlich nicht mehr nehmen lassen. Wenige Änderungen für das Spiel also in der Pre-Zero Arena bei der TSG 1899 Hoffenheim. Die haben auch einige neue namhafte Neuzugänge. Buado, Balde, Draxler, Rabiot, Sigurdsson. Wenn man alles durchgeht, ist das eine geile Mannschaft. Ja, bei uns ist unter anderem Reiner in der Startelf, genauso Sanchez. Wir haben Zagadou und damit drei eigentliche Stammspieler draußen gelassen, mit Sancho, mit Guerrero und Hummels. Und trotzdem sind wir der Favorit und werden dieser Rolle hoffentlich auch gerecht. 15. Minute, Erling Haaland ist zur Stelle. 15 Minuten dauert's gerade mal zur frühen 1:0-Führung bei der TSG. Diese wehren sich und kommen 11 Minuten später durch Buado zum 1:1-Ausgleichstreffer. Wir haben gerade umgestellt auf eine Doppelspitze, unter anderem Alexander Isak gebracht, und genau der ist erfolgreich und bringt uns, wenn auch unverdient, zurück in dieses Spiel. In der Nachspielzeit schlägt die TSG zurück, ja, in Person von Julian Draxler aus der Distanz. Bello, der steht da einfach nur. Vielleicht konnte man ihn halten, vielleicht war er auch einfach unhaltbar. Es ist glücklich, aber nicht unverdient, weil Hoffenheim eigentlich mindestens ebenbürtig war. Und so ist dann auch das Endergebnis, ja, ein geteilter Punkteentscheid. Ich weiß nicht, ob ich mir vielleicht zu sicher bin, aber mit einem 4:2 auswärts bei der Roma darf da nichts mehr anbrennen. Das Team ist ausnahmslos in Bestbesetzung. Und ich habe unter anderem einen Kommentar gelesen, wo ihr meinte, simulier das doch bitte. Wir kommen weiter voran und können eventuell noch eins aus der Bundesliga mitnehmen. Es ist ein 1:1. Zwischenzeitlich die Roma da. Mit der Hoffnung, ja, nach 11 Minuten Gerard Moreno. Die hätten aber zwei weitere Tore gebraucht. Es ist in der Gesamtwertung ein 5:3 und damit der erfolgreiche Einzug ins Champions League Viertelfinale. Nach diesem Spiel beim FC Augsburg in der WWK Arena sind es knapp 2 Wochen Pause. Dann wartet Frankfurt und die spielen wir noch selber. Einfach, dass wir noch ein zweites Spiel gespielt haben, wir ein bisschen vorankommen. Ich zeige euch nach diesem Spiel natürlich auch noch die Auslosung in der Champions League. Dennoch, Hummels ist nicht bei 100% und auch ein Haaland könnte mal auf der Bank Platz nehmen. Dazu dann auch noch ein Neuhaus, dafür ist tatsächlich Sanchez drin. Wir haben Isak und natürlich dann Axel Zagadou. Ich denke, im Endeffekt ist das klar. Wir gehen rein als absoluter Favorit und mindestens ein Punkt wäre schon wünschenswert. Es sind 2, es ist Haaland nach seiner Einwechslung und zuvor Atal. Augsburg ohne eine einzige Chance und auch noch ein kleiner Funfact. Mit dem Unentschieden zuvor, wo wir auch simuliert hatten gegen die TSG, also das 2:2, haben wir tatsächlich einen Punkt ausbauen können. Die Führung ist mittlerweile 11 Punkte auf Hertha und auf Frankfurt. Weitere Kommentare von euch waren, setzt doch bitte Donny Malen auf die Wunschliste. Der allerdings hat bereits einen Vorvertrag bei Manchester United unterschrieben, ist für uns ganz bitter. Dementsprechend kommt er leider nicht in Frage. Dann haben wir beim damaligen Verkauf von Emre Can gesagt, wir könnten den auch wieder zurückholen. Habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Danke für die Kommentare und hier wäre auch ein möglicher Deal auf jeden Fall in Ordnung. Ich lasse den mal drauf. Genauso wie Marco Reus, wo ihr meintet, den kann man tatsächlich zurückholen, denn er hat nur für eine einzige Spielzeit bei den Blues unterschrieben. Allerdings das Problem, der Spieler ist erst kürzlich bei diesem Verein untergekommen und wird nicht erneut wechseln. Ja, wir hoffen einfach, dass er nicht verlängert, dass er auf der freien Liste landet und wir ihn dann zurückholen können. Vorausgesetzt, wir gehen natürlich in eine weitere Saison. Es ist das absolute Topspiel gegen die SGE. Die haben 11 Punkte Rückstand. Es sind sogar 12 auf Bayern und Leipzig hat parallel Hertha geschlagen. Somit ist es hier für uns eigentlich schon so gut wie sicher. Wobei, Frankfurt könnte rankommen. Bei einem Sieg wären es tatsächlich nur noch 8 Punkte. Das ist dann schon wieder machbar. Aber umso länger die Saison geht und vorausgesetzt wir gewinnen wieder dieses Ding, glaube ich nicht, dass uns irgendeiner noch vom Thron stoßen kann. Zudem auch wir in wirklich ausnahmsloser Bestbesetzung auflaufen. In Schwarz-Gelb, Frankfurt hier komplett in Weiß. Wir von links nach rechts hatten Anstoß, gehen als Favorit rein. Aber der erste Verfolger in der Bundesliga ist die SGE und von daher überschätzen auf gar keinen Fall. Frankfurt wirkt aber etwas defensiv. Haaland 1:0. Was ein Abschluss, 7. Minute. Der Mann trifft eigentlich immer, wie er Bock hat. Hier Ødegaard mit dem Lupfer, das ist gut gespielt. Haaland, oh mein Gott, ist das ein Strahl. Kann man dagegen was machen? Und ich glaube, in der Realität sieht es zum größten Teil genauso aus. Trapp versucht da noch zu fliegen. Es ist eine geile Animation. Es sieht auch durchaus realistisch aus. Aber ich glaube, Trapp ist nicht ganz frei zu sprechen von jeglicher Schuld. Denn wenn er da ein bisschen weiter nach vorne springt, hat er das vielleicht. Aber gut, wie gesagt, es war auch ein absoluter Strahl. Das soll die Qualität dieses Schusses von Haaland keinesfalls schmälern. Es ist die 1:0-Führung. Und irgendwie meinte ich das genau. Es hat sich so ein bisschen angebahnt, weil Frankfurt nimmt gar nicht teil. Es gab schon andere Spiele. Da haben die uns mal komplett rumgelassen. Es gab auch mal ein 4:3, ein 5:3. Es war gefühlt alles mal mit dabei. Die SGE aber heute nicht irgendwie sie selbst. Ja, das haben wir schon anders erlebt. Und nach einer Standardsituation könnten wir auch mal wieder erfolgreich sein. Wir suchen Haaland, finden nur die Latte und dann finden wir Neuhaus.
und der leitet das Tor aus in Minute 14. Also Frankfurt ist gut bedient mit diesem 1:0. Es ist die nächste Großchance in dieser Partie und irgendwie haben wir gar keinen Bock aufzuhören. Wir machen die ganze Zeit weiter und spielen munter nach vorne und das auch erfolgreich bis hierhin. Also von daher kein Grund, sich zu beschweren. Oh, Haaland, Ödegaard, noch eins weiter für Jadon Sancho und für das 2:0. 18. Minute, das ist zu einfach. Frankfurt ist defensiv komplett überfordert, auch weil wir ein bombenstarkes Spiel machen. Das muss man auch mal mit dazu sagen. Die Regler habe ich noch mal ein bisschen angepasst. Es ist schnell gespielt. One-Touch-Kombination, der war nicht mal ganz so platziert. Aber hier nehme ich ihn wirklich komplett raus. Trapp ohne jegliche Chance an diesen Ball ranzukommen. Und es steht ziemlich früh 2:0. Gab es aber, glaube ich, auch schon mal in der Geschichte unserer Karriere gegen die SGE. Und die SGE ist auch für Comeback-Qualitäten durchaus bekannt. Sancho wieder im 16. Und dann muss der Ball auf Rafael Guerrero, abgefälscht und dann vermutlich auch abseits hier von Sancho oder nicht, weil der Gegner mit dran war, ich weiß es nicht. Hummels, Guerrero soll es nochmal probieren und prüft hier diesmal wieder mal nur die Werbebande hinterm Tor. 28 Minuten, Frankfurt findet nicht statt, aber unser Team, auch diese Geschichte kann ja durchaus so in der Realität passieren, weiß, man kann heute den nächsten großen Schritt Richtung nächster deutscher Meisterschaft machen, ein Jahr Abstinenz, das erste Jahr haben wir ja gewonnen, ich glaube, wir sind ja in der dritten Spielzeit, wenn mich nicht alles täuscht und von daher kann man heute sehr viel gut machen, ja, den Puffer weiter ausbauen, um dann natürlich auch in den wichtigen Spielen einfach mal mit voller Bestbesetzung da zu sein, weil man zuvor ohne Probleme rotieren. Nächster Eckball, wieder suchen wir natürlich Erling Haaland. Und den finden wir auch, aber Kevin Trapp ist vor ihm da. 33. Minute. Ich glaube, für die SGE geht es nur darum, mit diesem 2:0 in die Pause zu kommen. Jetzt vielleicht mal Frankfurt. Die Gäste kommen in der 42. Spielminute. Lopez, Flanke, Kopfball, Drossard. Und dann ist Bailo wieder da. Der gefällt mir auch immer mehr. Ist ja noch immer der Vertreter des verletzten Strakosha hinten drin. Und jetzt vielleicht daraus eine große Chance für uns. Frankfurt war aufgerückt und Erling Haaland. Oh mein Gott. Das ist einfach auch ein Cheat. Dieser Junge vorne unterwegs mit der Hereingabe für seinen Nationalmannschaftskameraden Ödegaard. Und da war ich mir wohl zu sicher, das Ding ist nicht drin, die nächste Chance läuft aber wieder. Nochmal Theo Hernandez vor, bevor der Schiedsrichter zur Pause abpfeift. Das ist so eng, aber trotzdem so gut gespielt. Das hier ist Bergwijn. Kommt er nochmal ran? Nein, das Ding im Aus und damit auch die ersten 45 Minuten vorbei. 2:0 in die Katakomben und damit sind wir super zufrieden. Das Spiel gegen die Frankfurter SGE jetzt aktuell ist das letzte vor dem Hinspiel des Viertelfinals in der Königsklasse. Welcher Gegner das wird, zeige ich euch erst nach dieser Partie. Wir wollen also natürlich auch früh hier am besten alles zumachen. Guerrero probiert's aus der Distanz. Wir kombinieren, wir spielen zusammen. Das ist ein Mannschaftsgefüge, das wir so seltenst hatten in einer Karriere. Es läuft einfach alles. Es passt perfekt. Dann rückt Dennis Zakaria raus, gewinnt den wichtigen Zweikampf und damit auch wieder den Ball für uns. Wobei, ja, Folge dessen, es ist ein Einwurf für die SGE und das Geheimnis ist auch gelüftet. Ich wollte es euch eigentlich erst später zeigen, aber links oben ist es eingeblendet. Die Nerazzurri wartet. Inter Mailand also gegen den BVB. Aber jetzt erstmal Konzentration hier. Dennis Zakaria! Auf der Linie, das ist Wahnsinn, noch aber lebt die Chance und Bailo hat keine Möglichkeit. 55. Minute, ja da ist er, André Silva, hier auf der Linie geklärt, zuvor Bailo und dann habe ich den eigentlich mit Guerrero geklärt, der aber denkt sich, nee, ich nehme den einfach mal noch vorher an und somit ist die SGE zurück und der Plan, dass wir ziemlich früh alles in trockenen Tüchern haben, ist eigentlich auch hiermit wieder futsch, denn jetzt müssen wir gucken, dass die Spieler bis zum Ende dabei bleiben, dass wir hier 3 Punkte holen, A, die Meisterschaft damit natürlich schon so ein bisschen sichern und B, dann irgendwie halt in der Champions League trotzdem rauskommen, aber jetzt nochmal Ödegaard, vielleicht wird es ja doch alles anders, aber solche Flanken doch nicht. Die Laufwege passen nicht zu meinen Vorstellungen. Das ist Ödegaard, das ist Bergwijn und das ist ein schlechter Abschluss und somit kein Problem für Trapp. Wechsel Nummer 1 bei der SGE, da geht Joao Pedro und dafür kommt, weiß ich noch nicht, bei uns weiß ich es, es kommt Renato Sanchez für Rafael Guerrero und damit haben beide Teams jetzt den ersten Wechsel über die Bühne bringen können. Links oben seht ihr es eingeblendet und die SGE hoffentlich auch noch, genau, es ist hier Rodriguez, sagt mir jetzt auf den ersten Blick nichts. Das ist mal ein Einstand, 1 Minute auf dem Feld, Renato Sanchez sieht die gelbe Karte, er musste hier aber rein, weil keiner fühlt sich zuständig, dann kommt er zu spät, es ist eine gelbe Karte, es ist aber auch nicht mehr, ein Freistoß aus 31 Metern, Lopez, will er den direkt machen, es scheint so, Lopez und dann an der Mauer vorbei! Und Bailo guckt den am Tor vorbei. Das war Dusel. Wir gucken nochmal Unai Lopez. Was ein Strahl. Von der Hintertorkamera sieht man leider nichts. Es ist so, dass der Ball an die Stange geht, aber Bailo hat das wohl gesehen. Diaby kam, beziehungsweise kommt für Sancho. Habt ihr gerade eben auch eingeblendet gesehen. Und somit ist es der zweite Wechsel. Und über die Außenbahn hat man hier ganz, ganz neues Tempo. Theo Hernandez jetzt mit einem ganz, ganz wichtigen Tackling. Wir finden nicht mehr so gut rein ins Spiel. Das ist Diaby, das ist Neuhaus und das ist Bergwijn und die Entscheidung.
86. Minute, gerade noch angesprochen. Wir finden nicht mehr so gut rein. Ist er hier mit dem Jubel, den man von ihm kennt. Steven Bergwijn mit diesem 3:1. Somit der Vorentscheidung hier ist ganz, ganz wichtig. Bergwijn geht dann dafür, kommt Rainer Neuhaus hier Weltklasse zuvor. Diaby mit dran beteiligt. Also die Wechsel tragen Früchte und wir nehmen 3 Punkte mit. Und das, obwohl Frankfurt tatsächlich im Spiel war. Sie waren jetzt nicht irgendwie drauf und dran, das Tor zu erzielen. Aber man weiß ja nie, Lucky Punch ist in jedem Fußballspiel möglich. Nachspielzeit eigentlich abgelaufen. Gibt es nochmal die letzte Möglichkeit. Das ist eine gute Flanke, die Idee für Haaland. Dann haben wir Rainer, der versucht nochmal den Lupfer. Gibt dann noch einen Freistoß. Es gibt 11 Meter? War der im 16er? Okay, das irritiert mich jetzt etwas. Gucken wir nochmal drauf. Das hier ist der eingewechselte Rodriguez. Im 16 Meter. Boah, weiß ich nicht. Oh, wow, 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 wow. Das ist ganz, ganz bitter und wir probieren es trotzdem. Die 11 Meter bei mir sind eigentlich eine absolute Frechheit, wie auch hier. Trapp hält das Spiel ist aber aus. Es ist das 3:1 oder auch nicht. Gib nochmal den Eckball, gib nochmal die Möglichkeit für Theo Hernandez. Aber jetzt muss es doch wirklich aus sein. Was ist denn los? Klärt wieder auf Kosten eines Eckballs. Flanke, Kopfball, Haaland gibt es nicht. Trapp ist da. Jetzt aber wirklich, oder? Was macht der Schiedsrichter? Diaby, die Kugel ist noch drin. Das ist Neuhaus. Jetzt ist es wirklich aus. Nur 7 Minuten Nachspielzeit. Und da es ja bereits vorhin schon geleakt wurde von FIFA selber, von der Anzeige, gibt es jetzt hier nochmal den Überblick. Der April und dann der Mai. Das sind die letzten 2 Monate in dieser Karriere. Wenn wir denn die Champions League gewinnen, die Nerazzurri wartet. Und es wird nicht einfacher. Das Viertelfinale bedeutet auch, wir sind in der entscheidenden Phase in der Liga. DFB-Pokal, Halbfinale gegen die Wölfe. Viertelfinale gegen Inter. Wir sehen die anderen Partien und wir sehen kein Liverpool, kein Real Madrid, kein FC Barcelona, kein FC Bayern München, dafür Marseille, wir haben Piemonte Calcio, das ist natürlich aka Juventus Turin, Atletico City, Napoli und Tottenham und City, die haben noch das Rückspiel 3:1 gegen Leipzig verloren und hatten trotzdem ein 4:0 in RB, also in der RB Arena, das ist natürlich auch bemerkenswert, Liverpool lässt Federn gegen Marseille, Barca gegen Napoli, Bayern gegen die Spurs, es ist schon ein, ja, ganz komisches, ja, ich sag mal Top 8 Turnier jetzt mittlerweile, ist halt aber eben so. Nimmt man natürlich auch mit. Wir sind, denke ich, einer der Top-Favoriten hier. Leipzig-Bayern, wir gegen Wolfsburg und in der Bundesliga eigentlich kaum noch einzuholen. Damit auch am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst dem Video sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonniert kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.